Morgen, Freunde. Ja, es ist 8 Monate her, als ich das letzte Mal hier Luxor besuchte. Und in der Zwischenzeit ist also der Winter vergangen und wir spüren den Klimawandel. Und auch jetzt zur Zeit sind es also hier schon 37 Grad. Aber das soll mich nicht daran hindern, wieder mal den Karnak-Tempel zu besuchen. Und hier melde ich mich zum Beispiel von der alten Stadt Kak wieder, wo die Grabungsarbeiten momentan eingestellt sind. Und ich gehe aber davon aus, dass die Probegrabungen, die auf der anderen Straßenseite stattfinden, dass die auch schon den Aufschluss darüber geben, was in der nächsten Grabungssaison ansteht. Also, lassen wir uns mal überraschen und wir gehen los. Freude, oh Freude! Was in Deutschland 5 Jahre und länger dauert, hat Ägypten innerhalb von 3 Jahren auf die Beine gestellt. Von der Planung bis zur endgültigen Fertigstellung dieser neuen Verbindung von der Ostseite des Nils zur Westseite ist eine neue Brücke gebaut worden, die Autobahnformat hat. Natürlich ist nicht alles so wie in Deutschland ausgeglichen und vollendet, aber sie funktioniert, sie hat eine Asphaltdecke, sie hat Beleuchtung und damit verringert sich die Fahrzeit von Theben Ost nach Theben West um die Hälfte. Also man braucht nur noch ca. 30 Minuten. Über diesen Neubau freue, finde ich es doch irgendwie bedauerlich, dass Deutschland im internationalen Vergleich nun durch Ägypten auch beim Straßenbau abgehängt wird. Ja, aber bei dem, was sich in den letzten Jahren in Deutschland abgespielt hat, war wohl das über kurz oder lang zu erwarten. Ägyptisches Verteilersystem, was wir uns in Deutschland niemals vorstellen könnten, aber es funktioniert und es funktioniert fantastisch. Wie ich bereits sagte,
Die Autofahrt hat sich durch die neue Autobahnbrücke über den Nil um die Hälfte reduziert. Das heißt also, wir fahren von der Ostseite zur Westseite nur noch 30 Minuten. Und wenn man bedenkt, dass man von dieser Stelle noch bis zum Ticketshop für die Westbank, das heißt also für die ganzen Tempel von Medinet Habu, Ramesseum und, dann nochmal weitere 20 Minuten braucht, dann ist das schon eine ganz schön tolle Sache. Und damit stehe ich wieder an der Stelle, die ich in meinem ersten Bericht schon Kap genannt habe, die allerdings von den Ägyptologen Aton genannt wird, wobei das eine das andere nicht ausschließt, denn es ist immer die Frage, wann erhält eine Stätte ihren Namen. Wenn ich davon ausgehe, dass hier auf dieser Seite die alte Stadt Kap liegt, von der schon Thutmose III. Geschrieben hat, dann geht die natürlich unter dieser Straße garantiert weiter. Und auf der anderen Seite haben sie bereits schon Probegrabungen gemacht. Und da sieht man ganz eindeutig, dass hier die kleinen Gebäude sich fortsetzen. Das bedeutet nicht, dass dahinter große Paläste kommen, aber es ist eben der Übergang hier, denn früher gab es ja diese Straßen hier nicht. Oh ja, hier würde sich mancher Antikensammler freuen über die Keramikfundstücken, die hier aufgehäuft wurden. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich lasse das alles liegen, denn der Fisch soll im Meer schwimmen und nicht in der Badewanne. Und hier werden auch noch bestimmt viele interessante Informationen hervorgehen, wenn die Archäologen angefangen haben, diese Schalen und diese Reste zusammenzusetzen. Also wenn das nicht ein Zufall ist, sondern wirklich bei Grabungsarbeiten hier entsprechende Knochenreste gefunden wurden, dann ist das sicher nicht auf Opferhandlungen zurückzuführen, sondern mehr auf den Verzehr dieser Tiere. Trotzdem würde mich mal interessieren, ob hier das Zerschlagen der roten Töpfe letzten Endes auch noch zeigt, dass hier Reste von dieser Zeremonie übrig sind. Unweit von hier, also sozusagen ein bisschen um die Ecke rum, befindet sich das Gebiet von Al-Azazif. Und dort hat man bereits schon das Zerschlagen der roten Töpfe als ein besonderes Zeremoniell zur Feindvernichtung und gleichzeitig auch als Opferritual feststellen können. Und es würde mich nicht wundern, wenn ebenfalls hier unter diesen Scherben solche Reste dieser Feindvernichtungsrituale stecken. So, Freunde, und da ich mich nun schon auf der Westbank befinde, ist es nur ein Katzensprung, um zum Parkplatz Tal der Könige zu kommen. Ich brauche hier noch ein paar Aufnahmen für mein neues Buch über die Unterwelt. Ja, und da fahre ich eben mal schnell rüber. Wer sich schon einmal mit dem Totenbuch beschäftigt hat oder mit den anderen Büchern wie Amduat oder Zwei-Wege-Buch und so weiter, der wird erkennen, dass das eigentlich der perfekte Einstieg in die Unterwelt ist. Aber das ist eine ganz spezielle und umfangreiche Geschichte, die ich nicht so nebenbei mal hier abhandeln kann.
Wenn ich mich in das Besucherzentrum hier zum Tal der Könige hineinbegebe, dann ist das natürlich voller Menschen und die muss ich nicht gerade filmen, denn da sieht man nicht viel. Aber hochinteressant ist, ich habe eine Tafel entdeckt, aus der hervorgeht, welche Gräber zurzeit geöffnet sind und zu welchem Preis. Und ich denke, Freunde, für alle die, die die Absicht haben, demnächst hier nach Ägypten zu kommen, ist das wichtiger als alles andere. Tja, Freunde, das war's soweit von der Westbank und ich werde mich dann von der anderen Seite wieder melden mit einem anderen Bericht.